Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Letztes Mal habe ich vergessen, die zweite Spur aufzunehmen. Das heißt, die Game-Spur. Deswegen war das ziemlich leise. Also könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn es arg gestört hat. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Aber naja, gut. Zerstören Sie das. Pass auf, wir haben Feindaktivität. Zwei Sicarios. Da, auf der Terrasse. Die Drohne ist oben. Ey, Sniper auf dem Dach. Hab noch einen, macht fünf. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Weil hier müssen noch. Markiere Feind. Genau. Wieso hören wir den so laut? Naja. Wir gehen mal kurz hier hoch. Ah, schade. Ich dachte, wir können von hier aufs Dach. Das war knapp. Close. So. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Ah. Guten Tag. Idiot. Hier ist ein Sicario beim Reifenstapel. Ah. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Das ist hier. Mein Heli, los, runter. Ja, ich hab's verstanden. So, das klappt doch gerade alles wie am Schnürchen. Du darfst dich auch hinlegen. Dann warte ich kurz auf den. Hm.
Ich sehe ein Kokaindepot. Schalten wir es aus. Warte, Geh in Position. Brauche neue Position. Beiden können so ausgeschaltet werden. Ich habe das Ziel. Hallo. Ruhig, Kamine. Pinche Cabron. Es gibt nur einen Weg, hier lebend rauszukommen. Ich bin kein Verräter. Aber okay, ich rede. Ich habe hier noch einen Sicario-Führer für unsere Arschlochliste. Machen wir dem Kerl ordentlich Feuer unterm Arsch. So, wann... Gut, das war das. Alles gut, alles sauber. Ich war's. Gibt's hier irgendwie. Nee, gibt's nicht. Hab ich keine Handgranaten mehr? So nicht. Ich hab doch nachgeladen. Dammit. So. So, hey. Na, wie geht's dir? Ja, der hat thank you gesagt. You're welcome. Hä? Granate kommt. Come mierda, culeros. Granate fliegt. Nehm das. Lager zerstört. Gehen wir. Mann, je mehr wir zerstören, desto mehr scheinen die zu produzieren. Wir haben gerade innerhalb von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten ganz viel zerstört. Also ich glaube, du hast nicht ganz recht. So, hallo. Dann wieder ein Gebiet für die Rebellen gesichert. Der sieht nicht mehr ganz so stabil aus, der Gute. Was ist das da? Sturmgewehr erweitert. Stang-Magazin. Würde ich mal kurz schauen. Warte, Magazin. Erkundigen Sie La Cruz oder schalten Sie... Warte, La Cruz? Dann ist es wahrscheinlich nicht das, was wir brauchen. Egal, wir werden trotzdem mal dahin fahren, fliegen. Und danach werden wir die letzte Kokain. Ich bin der Pilot. Ding. Bereit, dreh ausschalten. Auf. Warte, ist das da? Ja. Cool. Cool. Dann schauen wir mal, wo die ganzen Wachen sind. Ich sehe ein zweites Ziel. Markiere einen Hauptmann. Ja. Ist der Pilot? Mit dem sind's fünf. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Einer fehlt mir noch.
Na egal. Das wird ja nicht so viel ausmachen. So, erstmal die Waffe. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Yo. Passt gut zu meinen Stiefeln. Ich glaube, das. Ja, das kann ich hier nicht benutzen. Schade. Ach, was mache ich denn da? Da kommt ein nächster. Runter, sonst wirst du entdeckt. Ich habe übrigens den gefunden, der den ich vorhin nicht entdeckt habe. Und ich glaube, da unten sind diese Papier, die Dokumente. Oder über mir. Na gut. Ein Artikel einer Zeitung aus Barbechos, die über eine Welle verschwundener Frauen in Mochocoyo berichtet. Man vermutet, dass das Kartell dahinter steckt. Okay, aber warum? Wenn die zwangsprostituiert? Okay, bin unterwegs. Eine gute Position. Suche bessere Schusslinie. Alles klar, geh in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Ich sehe das Ziel. Na los. Alle warten auf dich. Bereit für den Angriff. Hab kein Ziel mehr. Erledigt. Knapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Tja, knapp daneben. Du hast es verkackt. Pass gut auf. Die wissen, dass irgendwas los ist. Okay, nichts passiert. So, dann stehen wir mal den Helikopter, der halb im Sand schon
gesteckt. Ist irgendwie so. 6 Kilometer nach da. 6 Kilometer. Na dann. Machen wir es mal schnell. Weh, da ist kein Helikopter. Dann nehme ich den einfach wieder. Viel Spaß. So, eine grüne Oase in der ausgedörrten Bergen. Ausgedürrte. Gedürrte. So. Ja, ne? Eine ehemals ländliche Provinz, die nun ein Gefängnislager ist. Das ist natürlich richtig geil. Oh wow, wir dürfen mitten auf den See. Kommt mir das nur so vor oder ist der echt langsam? Aber okay, es ist ein Wetter. Das ist ein ziemlich fetter Brummer. Oh, danke. Sing. Sing. Flug. Oh, der Schatten vom Berg sieht ja echt geil aus. Sie haben einen Helikopter, ja wunderbar. Oder was ist das für eine Partyinsel rechts? Den pinken Lichtern. Ja, ich wette, da müssen wir am Schluss hin. Ach, ein Tag wird erst so richtig schön, wenn man einen Hubschrauber geklaut hat. Oh. Oh, mit Nachtsichtkamera. Die Frage ist, ob ich hier auch eine Nachtsichtkamera habe. Ich glaube nicht. Wobei, also ich hab ja selbst eine, also. So, oh, das ist. Wow. Wir sind jetzt von hier nach da geflogen. Über ein komplettes Gebiet drüber. Ja, wunderbar. Wir wissen von mehreren Kokainverstecken in Mochocoyo. Lokalisieren und zerstören Sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Buchan von Mochocoyo ausüben können. Mhm. Boah. Ja, wunderbar. Naja, und sonst so, wie geht's euch? Das ist natürlich beim Streamen am coolsten, da einfach während so einer Passage wie dieser so einfach in den Chat schauen und mit den Leuten quatschen. Das macht schon echt Spaß. Hui. Ich bin mal gespannt, was jetzt mit der warte mal. Ah, hier, die. Wie heißt die Schönheitsding? Das weiß ich gar nicht. Steht auch nicht da. Gut, auf jeden Fall, was mit der ist. Also, ob wir die auch töten müssen oder einfach nur, ja, also, dass wir sie in Anführungsstrichen befreien müssen. Also,
Ist ja immer die Frage, ne? Aber der The Big Boss, der war eigentlich schon sehr von ihr angetan. Also, beziehungsweise, er hat sie ja die ganze Zeit verteidigt. Also, glaube ich, müssen wir sie entweder gefangen nehmen oder umbringen. Na Jungs, kalt draußen? Es ist eigentlich in Bolivien nachts kalt. Ja, bestimmt irgendwo. Ja, dann sind wir endlich soweit. So, auf jeden Fall haben sie schon mal ein paar Lichter. Drohne fliegt. Der Wagen ist alarmgesichert. Da ist noch ein Tango, aber ein drittes Ziel. Hier ist Ziel Nummer 5. Da ist sicher einer drin. Ja. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Wagen mit montierter Waffe. Es sind 10 Ziele. Da ist doch einer. Der ist schon ein bisschen besser geschützt hier. Aber wahrscheinlich, weil jetzt mehr die Produktionsstätten schützen. Mir vorstellen. Ein Kokainlager voraus. Ihr wisst, was zu tun ist. Alarm hier drüben. Ich sehe ganz viele nicht. Ich habe ein Ziel. Hier ist ein Generator. Sollen wir mal den Strom abstellen? Wieso sagt der, dass ich den sehen kann? Also ja, da oben. Ah. Ausschalten kann ich das nicht. Okay, das ist 200. Headshot. So denke ich mal. Schweres Kartell-MG. Versuch mal von hinten reinzukommen. Das hat sich eigentlich immer bewährt. Hat ein komisches Geräusch gemacht. Ah, da oben ist ein Scharfschütze. Dann ich versuche mal zu dem Scharfschützen zuerst zu gehen. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Ja, aber das ist gerade nicht das Wichtigste hier. Von da oben kann ich auch den Alarm ausschalten. Das war scheiße knapp. Auch gar nicht. Hey, wir haben einen Narko mit MP. Ich sehe niemanden. Das Lagerhaus, da drin.
Hier ist ein Tango. Ja, der ist weg. Okay, das, ich zähle 15. Das sind 15. Okay. Die sind allein hier, ne? Ach, die sind in der Hütte. Aha. Ja, kein Wunder, dass ich die nicht gesehen habe. Kann ich von hier? Nein. Na gut. Dann töte ich mal die zwei unten. Der Luft schon mal, ja. Gut, dass er den Laserpointer in seiner Phrasen nicht gemerkt hat. Wow. Das war knapp. Das war dumm. So, ja, mach mal alle platt. Ich töte mal alle. Das haben zwei gehört. Aber das ist nicht. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Was machen meine Kollegen eigentlich? Also der eine kommt wenigstens mit und die anderen so. Da sind ja alle drin.
Oder doch nicht. Greife an! Scheiße. Alter, was ist hier denn jetzt los? Granate, volle Deckung! Ja, das wollte ich vermeiden. Hi. Aber ja. Gut, dann zerstören wir mal das restliche. Sauber, alle in Ordnung? Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Das war alles andere als sauber. Granate fliegt. Weg da! Granate fliegt. Das letzte Vorratslager. Shit, wie viel war das wohl alles wert? Mehr als ich im Leben verdienen werde. Meine Schuhe kosten mehr als du im Leben verdienst. Deine Schuhe kosten mehr als du im Leben verdienst. Abgezahlt, Baby. Und jeden Penny wert. Bowman, das Kokain ist vernichtet. Wo ist der Buchon? Der Vorrat war etwas kleiner als erwartet. Tatsächlich sogar viel kleiner. Schnappen wir das Pulver oder den Buchon? Der Buchon hat bei ihren Angriffen viel telefoniert. Die ISA konnte ihn anpeilen. Er ist in einem Haus in Rancho Zavala. Sehen wir uns an. Schaffen Sie ihn da raus. Ich werde ihn selbst fragen, wo er seinen Koks versteckt hat. Schon krass. Es ist viel kleiner als gedacht. Wir wissen, wo sich der Buchon vor Mochokoyo aufhält. Ah, es war immer noch riesig. Er hat ein Haus in Rancho Zavala. Sollte er da sein, dann bringen Sie ihn mir. Ich meine, das waren jetzt pro Versteck waren das mindestens 7, 8, 9, 10. Also zwischen, ja, so ungefähr 10, sagen wir mal. 10 Paletten voll. Ja, nicht 10, keine Ahnung, 5. Aber trotzdem. Ja. Wobei, wenn hier der. Ja, das stimmt schon, ne? Wenn hier der Umschlag. Ich mach das, Umschlagsplatz ich ist von. Na los, na los. Von allen, dann war es schon wenig. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und nächstes Mal werden wir den Buchons platt machen. Irgendwie so. Gut, bis dahin. Macht's gut. Bye-bye.